Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber irgendwie, weiß ich nicht, sauber, ne? Wenn ich sauber nehme, Bleib mal mit der Maus auch über sauber. Und dann geh raus. Okay, oder? Aber jetzt nicht, ob das geändert hat. Werde ich jetzt gleich sehen. Ne, hat nichts geändert. War schon sauber. Okay. Aber trotzdem, wenn ich sauber nehme und gehe dann auf schwarz, dann hast du trotzdem irgendwelche Macken da drin und alles. Ja, es geht. Ach ja, Oh, ich habe neue Dings bekommen. Was denn? Neue Metallarten. Neue irgendwie gefunden oder freigeschaltet. Ja, ich habe jetzt Messing, Bronze und Kupfer noch bekommen. Okay. Jetzt habe ich Stahl, Messing, Bronze, Kupfer, Eisen, Blei, Platin, Silber, Blech und Wolfram. Ja, nice. Okay. Sascha, willst du jetzt mit? Oder machst du jetzt sofort Story? Wieder online, ne? Komm sofort bitte mit. Ich hab jetzt mal Virusprogramm ausgemacht. Ja, der ist gerade am Reparieren, Dennis. Nicht so schnell. Ja, ich hab dich nur invited, damit du dann gleich annehmen kannst. Ja, du hast mich eingeladen, das Spiel jetzt zu starten. Ja, in die Gruppe habe ich dich eingeladen. Ich finde ein bisschen schade, dass man die das Leuchten vom Helm, von den Augen, nicht ändern kann. Ja, das wäre auch cool. Ja. Wäre so ein geiles Gimmick, ne? Ja, ja, vielleicht ja, kommt so das ja noch. Du, und den, so und den Boost-Farbe und so. Machen. Boost-Farbe. Nee, Boost-Farbe finde ich gar nicht mal so wichtig. Ach, guck mal, wir sind doch komplett am Anfang. Die haben doch so viel Potenzial, wenn sie das ja, schöpfen. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja, der, das Spiel ist ja noch nicht mal wirklich released. Ne. Not really, no. Nee, er ist jetzt am 22. oder so, ne? Ja. Ja. Da ist erst der öffentliche oder offizielle ja. Release. ich glaube auch, nach jedem Update oder so werden auch noch neue Story-Parte mit eingebaut. Nee, nach jedem Update nicht. Ich hab, wie gesagt, nur auf meiner Seite gelesen, wo ich immer so Gaming-News lese jeden Tag. Ja. Was so passiert und so. Ich nur mal halt gelesen, dass die EA da richtig große Hoffnungen reinsetzt in Anthem, ne? Also. Zu Recht. Ja. Ja, die müssen da. Denen geht es wohl momentan nicht so gut. Warum wohl? Ja, und das ist wohl. Das ist bei denen jetzt gerade so, ne? Die dürfen da nicht so viel. Müssen da Herzblut reinsetzen, sagen wir mal so. Jo. Aber ich. Das, was mir ein bisschen. Auf den Sack geht, ist einfach dieser Hate von sehr, sehr vielen Leuten, die das zu sehr verallgemeinern, das ganze Spielerlebnis, so wie die das selber empfinden. Also erstmal, ja. wo GameStar den Report gemacht hat nach der Closed Beta, ja, das ist unspielbar mit Maus und Tastatur und keine Ahnung. Ja, pass mal auf, wenn ich die ganze Zeit nur Spiele auf der Konsole spiele mit dem Pad, dann kann ich mit Maus und Tastatur halt auch einfach nicht spielen. Dann geht es halt auch nicht. Dass jedes Spiel individuell steuerbar ist, ist ja ganz klar. Und dass man sich auch erstmal an die Steuerung gewöhnen muss, ist auch ganz klar. Man kann das nicht so verallgemeinern und einfach sagen, das Spiel ist mit Maus und Tastatur unspielbar. Man kann es nur mit dem Gamepad spielen. Das ist kompletter Bullshit. Also ich habe mich nach wenigen Sekunden, sage ich eigentlich, sehr gut zurechtgefunden in dem Spiel mit Maus und Tastatur.
Und dann habe ich gestern einen Bericht gelesen, da hat einer geschrieben, dass Anthem für ihn, nee, nicht für ihn, Anthem sollte eher ein Singleplayer-Game sein, weil du in einer Gruppe nicht in der Lage bist, die Story richtig anständig zu verfolgen, weil es immer irgendjemanden gibt, der stresst. Und das finde ich wieder so hohl. Also sowas Dämliches habe ich noch nie gehört. Der kann doch nicht sowas sagen, nur weil seine Mates, mit denen der zockt, jeden Dialog skippen und da einfach nur so durchwemsen. Was ist das, ein Ja, Speedrun oder was? ja. Ja, aber Wolle ganz ehrlich, da mal. liegt das an ihm selber. Da muss er sagen, weißt du was, ich mach das jetzt ganz in Ruhe und alleine. Fertig Ja, aus. Aber dann da soll kriegst er du halt mal weniger XP. seine Ja. Eier mal finden gehen. Ja. Ja. Freies Game wollt ihr machen, ne? Freies Spiel. Jo, würde ich gerne. Da gibt's gut Loot, ey. Ja. Das ja. Gestern bei zwei, drei Runs, also bei einem Run hatte Toni und ich glaube, drei Meisterhafte. Nice. Und bei dem nächsten hatten wir beide, glaube ich, ein Legendary. Und danach hatten wir, glaube ich, auch, hatte ich noch mal ein Legendary. Geil. Ja, die müssen meinen Funkensprint aber noch überarbeiten. Okay. Im Trailer siehst du, wie der den Funkensprint von oben aus der Luft nach unten macht auf einen Gegner. Ja. Aber zurzeit funktioniert der nicht richtig, weil kannst ihn nicht diagonal machen. Du machst ihn immer in einer geraden Linie dahin, wo du guckst. Noch nicht Okay. mal zur Maus oder so oder zum Gegner. Und ja. Ich meine, ich nutze ihn jetzt gerade, weil er ja, eigentlich am meisten Damage macht und legendär ist. Ja. Aber ist ein bisschen kacke. Okay. Er sollte straight auf den Gegner gehen. Generell Nahkampf sollten die überarbeiten mit Interceptor, weil du manchmal durch die Mobs durchglitscht. Ja, dann kriegst du auf einmal hinter die weiter in die Luft. Guck mich mal an. Hat er sich auch Gold gemacht hier? Wieso auch? Weil bis ich ja so schwarz-gold war, immer. Ja, du bist gelb. Ich bin Gold, Junge. Ich habe ein bisschen Riffelblech gefunden. Das ist doch nicht gelb. Du bist Mach mehr die Augen auf. gelb-orange. Du gehst mehr ins Orangene. Wollt ihr jetzt Events hier machen oder was? Ja, ein bisschen ausrasten. Regen. Ein paar Events zu. Aber momentan sind nur normale Gegner hier. Jo. Aber die können auch Sachen droppen. Ich hatte vorhin so eine dumme Gruppe. Ich habe einen legendären Auftrag gemacht. Und da hast du ja immer drei Dinger, die du machen musst. Ja. Beim zweiten Ding sind zwei kleinere Titanen gespawnt und die Sind haben sie wir einfach einfach rausgegangen? geskippt. Nee, sind weitergegangen, wenn die geskippt. Nee, ne? Ja, und dann wurde ich natürlich mitgezogen, ne? Weil du bist ja dann unported. Zum Glück kam dann am Ende noch ein großer Titan, aber trotzdem. Jawohl, ich hab schon was Meisterhaftes. Meisterhafte Objekt! Aber der Funkensprung geht weit, ey. Aber ist das nicht hier eigentlich jetzt eine Mission, ey? Nee, nee. Ganz schön sick, was hier so kommt an Mobs. Oder von der Menge her. Ja, du hast manchmal so Gebiete, da stehen die rum. Wenn du anfängst, sie zu töten, kommen immer mehr. Und dann taucht irgendwann immer so ein Dicker auf. Aber die haben wir gerade schon kaputt gemacht, diese Elite mit dem dickeren Gelbball. Ja. Und jetzt kommt zum Beispiel hier ein schwebender Mage, den wir auch gerade weggeballert haben.
Ja, Lancer ist das so. Oh ja, genau, ein Lancer. Das ist, genau, dann kommen die immer. Ja, der droppt was Blaues. Geil. Ja, bei mir auch nur. Oh, da ist eine Rune. Aber die habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die schon habt. So. Stimmt. Nee, weiß ich nicht. Ja, doch, habe ich schon. Ja. Am Anfang musste ich mich echt mit der Steuerung ein bisschen mit der Maus befassen. Aber echt? Du kannst halt ja auch alles schön passend einstellen. Wenn dir die Intensität zu schnell ist oder sowas. Oh. Jo. Das ist jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum alle da so rummeckern. Naja, ich finde das mega geil. Das ist mal was anderes. Hier ist ein Titan. Definitiv, ja. Warte mal, wo seid ihr jetzt? Dennis da. Ja. Oh. Aber ich glaube, der verschwindet wieder, Leute. Ah, ja, nee, kannst du so nicht sagen. Ja, okay. Nimm ich halt einfach mal einen Hit fast. Ja. Blau! Da! Aua! Ich habe auch nur was Lila nicht gedroppt. Und was Blaues. Ich empfange einen Anstieg an Gestalterenergie. Es macht auf Event. Das Relikt erschafft etwas. Bleib wachsam! Nachlassen. Ja, ich weiß. Da hinten ist nur eins, rechts, ja. Da jetzt. Warte, Scar, sie bewegen sich auf dich zu. Einer. Gut. Sie bewegen sich auf dich zu, ist klar. Kommt doch her. So viel dazu. Das ja. Relikt ist eingedämmt. Hervorragende so Arbeit. Wo ist der Bohrer? Ist der irgendwo oder müssen wir den ja noch an der Erde killen? Das war's, oder? Ja, Kiste. Kiste! Ja, schon wieder zwei meisterhafte, drei Meister, ne, zwei meisterhafte Ember. Und Level, Mann! Ich will auch sowas haben! Du Lila! Oh, hier drunter kann man nicht herfliegen. Interessant. Ah, Toni ist heute im Büro, kann das sein? Hat der das hier ist eine Kiste. Toni ist heute im Büro, ja. Als wäre der doch mal mittwochs. Naja, keine Ahnung. Ne, Dienstag 30, glaube ich. Das ist halt immer lustig, dass die
Plätze bestellen müssen im Büro, oder? Was müssen die bestellen? Hm? Was müssen die bestellen? Ja, haben die bestellt. Die müssen sich Plätze reservieren. Was? Ja! Ja, die müssen Plätze buchen. Das dürfen die nicht arbeiten im Büro, oder was? Paula hat ja gestern gesagt gehabt. Ja, sonst ist kein Platz im Büro frei. Behindert ist das denn? Ja! Wie behindert? Die haben halt... Hier ist noch eine Kiste. Das Unternehmen hat halt viele Arbeitsplätze. Boys. Die haben halt viele Homeoffice-Arbeiter. Mehr Arbeiter als Arbeitsplätze. Dementsprechend brauchen die auch weniger Büroplätze, weil viele von zu Hause arbeiten. Ja. Oh, ich glaube, da ist eine Rune. Da leuchtet zumindest irgendwas. Oder es hat nur eine Lampe. Eine Lampe, ne? Da ist nur eine Lampe. Die Sichtung eines Skorpedon-Nests in dieser Richtung gemeldet. Meister auf dem Moor! Auftrag? Oh, da ist eins. Wir müssen uns um das Nest kümmern, sonst geraten die Skorpedone hier außer Kontrolle. Kann man Eier einfrieren? Nein. Nein! Guter Start! Also deine Eier kannst du eindrehen, ja. Aber die Eier in dem Spiel kannst du nicht eindrehen. Professionell, wie immer. Wenn wir diese Gegner nicht eliminieren, stecken wir in Schwierigkeiten. Aber wie viel hält denn das Ding denn aus hier, der Arbeiter? Ne? Hol ich da schon mit Combo rein, Baller, ey. Ich attack den mit 800er Damage, knapp 900er Damage mit der Pistole, oder mit der Waffe. Und der fällt einfach nicht um. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wieso nicht? Wo sind denn noch welche? Ja, guck oben auf den. Ah, da. Auf den Kompass. Pisst euch! Nur weiß. Lila. Und grün und weiß. Wow. Wassersweg. Wow. Hier auch manchmal die Lebensanzeigen nicht? Jo. Zum Beispiel von dem Mage, ich sehe gar kein Leben von dem. Was? Hat der Hulensohn sich jetzt gerade wieder ein Schild geholt? Will mich verarschen? Für einer Lancer Elite läuft ihr einfach hier durch oder was? Wo seid ihr? Ich bin hier noch am Kämpfen, aber Tim, der ist ja hinten. Ja, ich bin auch am Kämpfen. Voll geil. Oh, pass auf, die sind mehrere Elite. Ja. Noch einer? Ja, hier sind noch ein paar mehr. Da ist noch einer. Die halten aber auch gut aus, ey. Jo.
Kann ich auch nicht einfrieren, die Drecksau. Ja. Einer ist tot. Da ist noch einer. Oh Gott, der haut hier seine Raketen raus. Ich bin gleich raus. Tot. Irgendwie haut mich hier schon wieder irgendwas an. Da waren Raketen von dem Lancer hier. Was? Wollte ich gerade sagen. Wo kam das jetzt wieder her? Ey? Hier, von dem hier. Au. Damage. Oha. Wieso ist wenn ich jetzt, bin tot? Wenn ich mein Schild jetzt nicht gestellt hätte, dann wäre ich auch platt gewesen. Warte, ich muss mein Schild haben. Tim könnte halt auch einfach mal kommen. Boah, ich krieg dich da nicht hoch, alleine Alter. Hin. Der macht mich kaputt. Geh weg. Warte, ich lock den mal weg. Komm hier hin, du blödes Vieh. Dennis, der tötet mich auch. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Ja. Der Tim wieder hier. Kommst du, Tim? Oder? Ja, ihr nichts gebacken bekommt hier. Ja, wofür gehen wir denn als Party hier rein, wenn dann jeder so sein eigenes Ding machen soll? Hier so ein paar Mobs zu killen, kriegst du nicht hin. Ich kann dich nicht retzen. Du liegst da komisch irgendwie. Drück mal F. Hier ist ja kein Event oder so. Hier sind ja nur 3-4 Mobs gewesen. Scheiß ja. Lancer hier, so ein... Ja, aber da kommen auch Elite. Kleiner Pimmel. Die Elite können ja natürlich auch was Vernünftiges fallen lassen. Ja. Ich hatte auch Mobs drüben. Aber du bist ja auch schon 700 Punkte stärker als wir. Verstehst du das? Aussichtspunkt. Hab ich noch nicht hier. Komisch. Oh, bleib da mal stehen. Obwohl doch, ne, den hatte ich gesammelt auf der Brücke, ne? Ja, 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 doch, den hatte ich. Oh, was ist denn hier los? Oh. Hier sind auch ganz viele Gegner. Ja. Diese komischen Dominion Forcebrecher. Ja. Oh, die Mages, ich mag die nicht. Für einer. Wartest dich hier rum? Das ist witzig. Wölfe und Hunde und alles. Ja, und alles. Au! Dein Köter, geh weg! Hält der denn aus? Wenn der Tim da reinschnitzelt mit seinen kleinen Messerchen, dann halten die nicht so viel aus. Ja. Warten wir mal ab, wenn ich auch mal so hoch bin. Oh.
Drohne. Hast du die schon, Tim? Hier ist eine Rune, Sascha. Komme. Noch ein bisschen Loot aufheben. Und eine Kiste. Ach, die hier? Ja, ja, die hatte ich schon. Oh, versteckt, Alter. Hier so in der Ecke. Ach du Scheiße, da kommt der Wolf da angesprungen. So. Nein, das ist nur so ein Vieh. Boah. In einem Bericht von Tessa steht, dass einer ihrer Agenten überfällig ist. Okay, ist jemand in Auftrag? Oder was? Nö. Wo bist du überhaupt? Sentinels. Hier ist eine Rune. Was ist denn jetzt? Hinter mir? Da hinten. Au! Da war irgendwo ein Scharfschütze. Alter. Ein Schuss fast tot, ey. Da, kleiner Speer-Elite, du. Kannst doch nicht von Schaden machen mit der Scheiße. Ich muss nur einmal Eis auf so einen Flugwürmer machen, dann explodieren die, wenn ich die einfriere. Gut! Das ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Weil das ja Feuerviecher sind. Lol. Ganz schön stürmisch hier oben. Ja. Schade, dass man halt nicht noch mehr fliegen kann, ne? Die haben das ziemlich knapp eingegrenzt vom Luftraum her. Wie hoch willst du denn fliegen, ey? Ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch ein bisschen wäre geiler gewesen. Oh, hier ist noch ein Ja, das habe ich auch ein paar Mal. Da fliegst du irgendwo gegen und dann. Sniper! Tim wahrscheinlich. Das ja. Passiert hier also.
Suche nach Gestalterfragmenten und bring sie hierher zurück. Hier oben sind dann wir jetzt rausgekommen, okay? Ich habe keinen Sound mehr. Ja. War einfach weggegangen. Ja, wie bei mir vorhin. Nee, mich das ist behindert ohne Sound. Oh, Dicke! Beide tot. Und oh, meisterhaft. Zack. Ich schon mal zwei meisterhafte Items. Wenn ich jetzt gleich rausgehe, ich glaube, dann komme ich nicht wieder bei euch rein, ne? Doch. Also mit, nee, wenn du jetzt mit Alte 4 rausgehst, dann nicht, nee. Ey, normal will ich rausgehen, um nee. Die Sachen zu sichern, nee. Um die Fehler gleich mal zu kriegen. Nee. Da ich wieder einen Absturz hab. Vor allem habe ich ein paar Sachen gefunden, die besser sind, die ich als momentan, Ja, ich muss auch gleich mal raus, weil ich habe keinen Sound. Ich muss das Spiel neu starten. Aber warte, das kann ich ja jetzt so machen, ne? Komme ich ja gleich wieder rein. Oder? Ne, wir haben keine normal private, schon. Wir haben keine private Party. Vielleicht connectet ein anderer. Ja, und das meinte ich ja vorhin. Da. Boah, ist das behindert. So komplett ohne Sound spielen, das ist so dumm. Ich liebe es eigentlich. Ich spiele sehr gerne Spiele ohne Sound. Danke. Danke, Anthem. Ja, ich weiß nicht. Meinst du wirklich, das ist noch hier BioWare schuld, dass die teilweise da ja, woran, so viele Probleme noch ich haben? Ich kann jetzt nicht an der Software liegen, dann ist ja jede Soundsoftware im Arsch. Ne? Du hast dann auch keine Voice Cracks oder so, sondern der Sound geht einfach weg. Ja, so von jetzt auf gleich so. Ja. Titan. Event. Ja. Scheiße, ich hab keine AOE. Großer Titan. Ja? Oh. Jawoll! Wie klein ist das? Ganz kleiner. Spielplatz hier. Bist du vollkommen irre? Aktivieren. Halt doch mal die Hände still, damit ich den mal treffen kann, sagst du. Ja. Der hat Parkinson, der kann nicht Hände still halten. Der hat Parkinson. Au! Ja. Jo. Oh, das hat wehgetan. Jo, das hat wirklich wehgetan. Ui, ui, da hat mir mein Schild den Arsch gerettet. Die Geister noch nicht mal einfrieren kann. Nee. Fuck. Vorsicht. Supermodus. Ja, Iron super. Man hat er wieder aktiviert. Boah. 17 mal die Kugeln hier, die in der Luft starren. Jetzt kriegt er von mir auch aufs Fressbrett. Gut. Gut. Bumm. Der ist tot. Kaputt. Jo. Oha, der hat nichts Tolles gedroppt auf jeden Fall. Ja, eine Kiste. Da. Da. Ja, können wir. Könnt ihr sie? Nein.
Gesundheit. Ich glaube, ich werde krank. Ich sitze hier im T-Shirt und mir ist kalt. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, oder? Habt ihr zu Hause eure Heizung noch an? Nö. Nö. Schon seit einer Woche aus. Echt jetzt? Ja, sicher. Ja, ist mir zu kalt. Ich habe meine nur an. Du Muschi! Auf Sparflamme zwar. Du Muschi! Ja, ich bin da eine kleine Mimose, gebe ich auch gerne zu. Mimuschi. Ja, wollen wir da mal kurz eine Pause einlegen? Also mal kurz raus, mal so meine Sachen wechseln. Ein Neustart wäre auch ganz nice eigentlich. Ja. Herr Tim? Ohne ab, ey. Ja, dann geht doch raus. Ach ja, ich bin ja, hier der Lobby Lars. Klar. Ich bin doch der Lobby Lars. Du bist der Lobby. Oh nee. Oh nee, sagt er. Ja, ich dachte, ich könnte da noch ein bisschen was machen. Gar nix. Ich alleine nochmal rein. Warum? Ich starte doch nur neu und dann bin ich wieder da. Ja, und ich will mir jetzt einen wichsen. Ach so, interessant. Das ist interessant. Du bist richtige Schlucher, Tim. Was? Richtige Schlucher. Und Sascha, was ist mit Cordes? Spielt der das nicht? Will der das nicht spielen? Wo ist der überhaupt? Der hat doch gar keinen. Der ist Anthem. Der ist tot. Ey, sag sowas nicht. Ach so. Cordes hatte einen Schlaganfall. Ist gestorben. Hallo. Nimm den sowieso nicht ernst. Ist das auch so ein. Naja, weiß ich nicht, so ab und zu mal da oder wie? Eigentlich nicht. Nö, der war eigentlich immer da, aber der hat momentan, glaube ich, seine Midlife-Crisis. Okay, kaltblütig, eine Frostgranate habe ich gekriegt. Der hockt ja irgendwo immer alleine und hofft dann, dass man ihm joint. Du bist bescheuert jetzt im Ernst, oder machst du mir das? Ja, ist halt so. Was spielt er denn? Er kommt halt ganz selten mal TS, dann geht er in den Channel, mutet sich komplett, bleibt dann da 5 Stunden und dann geht er wieder. Da denke ich mir, Junge, entweder du bleibst entmuted, sodass man auch weiß, dass du da bist, weil anstupsen werde ich den Jungen nicht mehr. Ich renne ihm nicht mehr hinterher. Das kenne ich. Oh. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bei meinen anderen Kollegen, die sind auch immer so. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Mache ich auch nicht mehr. Mir auch zu blöd. LMG. Todesauge. Dafür Waffe, Mann. Scheiße, ja. Vor allem, dass ich hier weiße Items noch gedroppt kriege, ne? Das ist halt so traurig. Das ist ein gewöhnlicher Drop. Was willst du machen? Natürlich kriegst du wirst auch weiterhin noch heiße Teile bekommen. Überflüssig. Hast du mal das gemacht, was Dennis gesagt hatte, Tim? Hier mit der Schrotflinte vielleicht mal im Nahkampf? Hallo, ja mal so. Was ja, hab ich schon, bist? Aber die Schrotflinten, die ich hier bekomme, meisterhaft, sind alle scheiße. Okay. Und ich spiel nicht so gern Schrot. Aber ich bin halt ein Interceptor, ich kann mit einer Schrot nicht rumrennen. Macht keinen Sinn. Wenn du einem Colossus eine Schrot in der Hand gibst oder eventuell einem Ranger, dann ja. Ja. Aber nicht, aber nicht den Colossus, der mit war gestern. Ja, der ist geistig behindert gewesen. Zack, tot. Da bringt's auch keine Schrot mehr. Also bestimmt in der, hat er bestimmt in der Behindertenwerkstatt gesessen und Anthem gespielt. Kann nicht normal gewesen sein. Er rennt da um die scheiß Mobs herum, wo ich da gerade im Nahkampf gegen die fighte. Und schiebt mich da immer weg wie so ein Spast. Mich weg, schiebt die Mobs weg. Total ineffizient. Säure plus 15 Widerstand. Säure gibt es auch, okay. Feuerball habe ich im neuen bekommen. Ja, GZ?
freischaltbar. Ja. Ich hab doch nur noch den einen, Leute. Warum muss ich den jetzt noch manuell freischalten? Ja, ich will aber den nicht spielen. Wechseln. Ich hoffe auch. Hä? Regulatorladen. Wo ist denn bitte der Unterschied zwischen Regulatorladen und... Ja, keine Ahnung, habe ich auch schon gesehen. Interceptor-Teile sind Grundmaterialien, die zum Herstellen aller Ausrüstung und Komponenten für den Interceptor verwendet werden. Sie lassen sich in Schrotthaufen, Schatztruhen und bei der Zerlegung anderer Interceptor-Teile finden. Interceptor-Javelins finden. Aha. Meisterhaftes Amber wird verwendet, um bei Herstellungsvorgängen vom Level Meisterhaft Inschriften in Ausrüstung zu gravieren. Ah, okay. Es ist selten und lässt sich durch das Ernten von Materialien und Pflanzen in Schatztruhen und beim Zerlegen von meisterhafter Ausrüstung finden. Man kann also irgendwas integrieren mit meisterhaften Amber. Wie geht das? Kann ich das auch? Boah. Das ist ja mal geil. Ich habe gerade einen neuen Feuerball gebaut und da habe ich drauf bekommen Ausrüstung plus 10% Schaden. Da geht ja komplett auf alles, ne? Ja. Das ist echt geil, sowas. Ich denke. Paket mit Wächterrüstung. Wie viele Tage sind jetzt noch die... Sechs. Sechs noch, ne? Okay. Sechs Tage noch. Gnadenlos. Also, nächste Woche Montag. Ja. Geil. Okay, und wie mache ich das, Olle? Kann ich nochmal mit dir reden? Nee, kann ich nicht. Was mit Zoe? Was hast du? Was würdet ihr machen? Ich habe jetzt die gleiche Waffe nochmal bekommen. Die alte, die ich hatte, hat Schaden 141, die neue hat 162. So, aber die alte, die ich anhabe, hat unten bei den Stats Waffen plus 25% mehr Schaden. Was ist jetzt effektiver, der bessere Waffe anzuziehen oder die alte anlassen und den Effekt noch weiter nutzen? Was würdet ihr machen? Du hast doch das gleiche Bild wie der Toni, ne? Oder nicht? Mit Abklingzeit und so. Du nutzt doch kaum deine Waffen. Ja, nicht viel. Eigentlich mehr viel Element, ne? Ja. Nur halt, wenn ich da mal momentan alles aufladen muss, dann greife ich halt zur Waffe und baller dann mit, ne? Ja, das ist aber deine Antwort. Also gut, dann... Was ist denn Stärkung plus 30% Glück? Mit dem Loot oder was? Keine Ahnung. Wenn ich wüsste, was Stärkung ist. Ja, hier steht Stärkung plus 30% und dahinter steht Glück. Das kapiere ich nicht ganz. Ja, dass es auf Stärkung bezogen ist, die 30% Glück. Okay. Aber keine Ahnung. Also ich habe auch schon gegoogelt heute, gestern. Nichts gefunden, ne? Die Stats, die werden noch nicht wirklich ausführlich beschrieben. Versteht auch nicht. Ja. Ja. So ist das mit dem Leben. Tim, bist du schon in der freien Welt, oder was? Nein. Sekunde. Ich muss noch eine Waffe gucken. Vorschlagkammer austauschen.
Ich habe den nämlich, glaube ich, bekommen gehabt. Wo ist die? Weiß nicht, ich kämpfe am liebsten irgendwie mit dem leichten Maschinengewehren hier. Ich finde die ganz gut. Ja, ich warte noch darauf, dass ich eine epische Waffe kriege hier. Noch eine zweite. Ja. Ich habe jetzt meine Frostgranate eingepackt. Klingt interessant. Ich kann auf jeden Fall jetzt die Waffen, die ich die ganze Zeit genutzt habe, alle in episch bauen. Das ist schon mal ganz cool. So, komme. Oder nicht? Geht's dir gut, Tim? Ja, ich merk schon. Dir geht's atemberaubend. Alles gut. Yeah. Let's go. Alles klar. Gut. Danke. Yep. Kann starten. Nee, kann ich nicht. Kann er nicht. Was ist dir nicht aufgefallen ist, bei dem Partypüker steht nicht bereit. Mit einem roten Ausrufezeichen. Ich hab nicht gesehen, ich hab zuerst gedacht, Tim Berlider. Ja, er hat auch das Ausrufezeichen durch den Stern. Ja, hab ich gerade gesehen. Kann passieren, Sascha, kann passieren. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. Nee, um 15.35 Uhr ist man noch nicht ganz wach, ist richtig. Ey, ich hab vorhin Mittagsschläfchen gemacht. Meine Fresse, ey. Wie alt bist du? 400 Jahre alt, oder was? Ja. Ja. Da ist Schmerz. So, ich bin ready, geh nochmal noch drauf trinken holen. Ja. Spielst du auch MMOs, Dennis? Ja. War das letzte, wenn ich fragen darf? BDO. Okay. Spiele ich hin und wieder auch noch. Gut. Javelin ist bereit für den Einsatz. Ich starte eine Suche nach anomaler Aktivität im Gebiet, okay? Ja. Mach mal, Faye. Du darfst das. So, ich habe jetzt hier eine wunderschöne Frostgranate. Hey, hallo. Was soll denn das jetzt hier? Hier gibt's mehr Schaden. Für alle. Ja, das ist cool. Ja, aber das müsstest du dann immer mal ansagen und dann müsste man auch immer zusammenbleiben, was nicht immer so ist. Ja. Ja, aber ich kann die Bubble auch in der Luft machen und dann kannst du dich da reinhängen und dann deine Ulti oder deine Skills herausplästern. Weil ich schweb ja meistens immer, ich bin ja nicht immer so auf dem Boden. Naja, deswegen. Ich kann ja meine Bubble dann in der Luft machen. Das geht ja auch.
Dann kannst okay. du deinen Schaden daraus plästern. Die Granate ist übrigens ganz geil für den Tim eigentlich. Nur für den, für mich auch, wenn ich dann mit dem Feuerball rumballer. Ja. Nee, jetzt nicht nur als Combo. Sondern die hat so eine Spezial-Dingens hier noch. Bei Nahkampfschaden. Der Nahkampfschaden wird erhöht. Ja. Ja, das ist ja quasi genau das gleiche, wenn ich mit meiner Pistole schieße. Dann auch um 110% die Waffen- und Nahkampfschaden wird um 110% erhöht. Was ich aber beim Storm schade finde, du hast doch beim Ranger bei Y, hast du doch drei so Dinger zur Auswahl, ne? Nein. Oder wie war das? Nein, mehrere Varianten jetzt, meine ich. Ich hab da bei Storm gibt es nur so eine Bubble, die ich da kriegen kann. Ja, oder diese Windmauer und das war's, ne? Ja, und das finde ich ein bisschen zu wenig. Der Ranger hat auch nur die Bubble für mehr Damage oder für Schild. Echt? War das noch ein drittes? Ich weiß halt gar nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Ich mach Sit-Ups, Dennis, guck mal. Ich mach gar nichts, dann macht er von alleine. Schöner Bug. Und wieder hoch. Hat er auf jeden Fall drauf. Sieht gut aus. Steh ich bei dir, weil bei mir hüpfe ich immer runter und gehe wieder hoch. Ja, du rutschst immer runter und dann hüpfst du wieder hoch. Ja. Kann passieren. Ich hab mal gerade aus Versehen die Leertaste gedrückt. Kann ich auch. Kann ich auch. Oh, bin zu schwer. Klasse, Junge, klasse. Ja, noch ein bisschen Licht dazu. Hallo! Ich will gleich noch was zu essen bestellen, ich hab nichts mehr im Kühlschrank. Hallo. Guck mal hier, Tim, ich mach Sit-Ups hier. Was? Hallo, Tim. Sit-Ups, immer wieder hoch und runter. Hallo. Klasse, Junge. Ja, dann lass uns mal gucken, wo was ist. Der flippt schon wieder hier oben. Immer. Hat man nicht manchmal auch Events auf der Karte? Aber nicht immer, ne? Nur wenn man in der Nähe ist. Anthem ist schon schön, die Welt. Ja, definitiv. Ein Kollege hat mich gestern gefragt und angerufen. Und wie ist das Spiel? Von der Grafik her? Ich so, einfach nur bombastisch. Richtig schlecht, die Grafik ist so schlecht in dem Spiel. Bleib bloß weg von dem Spiel. Na also, fast geschafft. Ist schon geil. Der macht hier einfach eine Mission. Lass ihn nicht in die Nähe. Da unten. Wir können keine Störungen gebrauchen. Vielleicht gibt's nämlich hier eine Kiste. Sie waren mit einem Fragment für die Arkanisten unterwegs. Aber kriegen wir jetzt noch ab, oder? Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Das ist mir da noch die. Morgen. Gut. Wo machst du denn Ohrwurm? Weiß ich nicht. Oh, der ist eingefroren. Geil! Der ist tot. Ist auch eingefroren. Der kann sich noch bewegen? Komisch. Komm mal einfrieren. Kann sich immer noch bewegen. Will mich verarschen?
mehrere machen. Die Kiste. Da verschwindet der einfach. Ui. Ach, nur blau. Nichts Tolles. Gar nichts Tolles. Mit Tim hat heute irgendwelche Drogen genommen. Drogen? Ich brauche Drogen jeden Tag. Oh, Drogen, so viel ich mag. Und, ist da was, Tim? Nope. Gar nichts? Ich mache nicht gleich ein bisschen nichts, aber wenn ich dann in den, alleine in Preplay gehe, wo schon welche drin sind, gehe ich dann da gucken, da waren dann zwei Kisten, die schon geöffnet worden sind. Komisch. Cool. Ja, ich nehme mehrere Spots. Da ist wieder eine Missy. Geschütze zerstören. Au, au, au. Okay, ich werde sterben, glaube ich. Was ist das? Tut weh, das Geschütz, ne? Nee, nee, nicht das Geschütz. Da habe ich was anderes angehauen. Das andere Geschütz. Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Den Schützkrieg nicht drauf vorbereitet. Den Schützkrieg. Explodiert. Kanister. Explodiert. Wie, keine Kiste? Kanister. Ja, da steht noch, die Skarbedrohung vertreiben, also irgendwo müsste noch irgendwo ein Vieh sein. Exopolidiert. Ne, ist keins mehr. Gar keins mehr. Bedauert das wieder ein paar Sekunden. Wenn die wieder zu schnell getötet, die Gegner. Hier hinten ist noch so ein Vieh, vielleicht zählt das ja. Die Ska-Bedrohung ausschalten. Ja, ich weiß. Auf der ganzen Map oder was? Ja, ganze Welt davon befallen. Nee, muss irgendwo noch ein Vieh sein, Alter, sonst würde die. Oder die buggt wieder. Wieder buggy.
Ich hatte letztes Mal auch noch, da muss ich da auch irgendwas verteidigen und die letzten besiegen und dann war irgendwo echt noch, ich habe so lange geguckt, war so ein Vieh irgendwo eingeklemmt, so eine Spalte. Aber dann siehst du das ja auf der Karte. Ne? Und dann habe ich das noch geschafft, aber hier siehst du ja gar nichts mehr. Ne? Boah, das ist doch assi sowas, ey. Ja. Ah, hier hinten. Warte mal, hier hinten. Was nee, da sind wir schon außerhalb der Mission, ne? Ja, beruhigst dich jetzt erstmal wieder. Komm mal ganz runter von deinem Trip da. Was? Ah, hier hinten, ja. Wunderschön. Hier hinten. Ne, hier ist doch scheiße. Gut. Die Gestalter in der Jüngstagkern. Da, ich glaube, Tag. Lol, das Event fängt wieder von vorne an. What the fuck? Ja, den kann man nicht einfrieren, oder was? Er wird schön weg. Instabil. Aua, die tut weh. Alter. Oh no, you did not. The tea bag is in my head. Dennis, mach ihn tot. Was soll ich denn machen? Ich bin fast tot. Dennis! Ja! Wir haben es geschafft. Eine Bedrohung. Wir müssen das Gebiet wieder abhaut. Ja.
Explodier noch! Ah, Scheiße. Kiste! Du hast den Dreh so langsam raus. Gut gemacht. Na, guck mal. Wie kommst du? Nee. Was ist der denn wieder am Rumgeistern? Durch den Tunnel. Ah, hier ist ein Event, Dennis. Wo dieser Random ist. Ich komme. Oder? Geheiminformation geborgen. Mhm. Noch ein Teil des Berichts. Der Ska hat scheinbar das, wonach wir sind. Nicht schon wieder so ein Dicker, ey. Tot. Nicht sterben. Ich will nicht sterben. Mach das nicht extra. Das ist sehr tot. Gut. Die Ska haben einen Anführer weniger. Geschafft. Der Agent ist tot, aber zumindest werden die Informationen nicht in falsche Hände geraten. Ich erstatte Ihnen Bericht. Du hast heute etwas wirklich Gutes getan. Die Truhe ist sogar. Wo ist sie denn? Da. Tim ist. Lost? Kommst du, Tim? Ne, ich komm nicht. Ich hab selber hier 100 Millionen 80.000 legendäre. Ich sehe da hinten nur alles explodieren beim Tim. Und Titi ist alles schon kaputt. Ihr könnt die Kiste hier noch abholen, falls ihr die noch bekommen habt. Ja, warte. Ja, hab ich noch bekommen. Mahlzeit. Ja, danke. Wie weit ist? Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Hast du doof zu fliegen? Was? Hast du doof zu fliegen? Nee, warum? Ja, Kistchen. Oh, gut. Ein Kistchen. Ist doch sonst immer eins. Schade. Oder auch nie. Dann halt nächster Stopp.
Mainz oder was? Maya. Gar keins mehr. Maya. Boah, sieht das geil aus unter Wasser hier mit den Pflanzen. Das ist so mega voll cool. Da ist eine Kiste. Voll, was? Wo ist eine Kiste? Hier sind zwei Kisten. Wo sind zwei Kisten? Hier, wo ich bin. Erstmal gucken, ich bin gerade unter Wasser, wo bist du denn? Zwei Kisten! Jo, zwei direkt nebeneinander. Yep. Das ist ja crazy. Ja. Eine verschwindet bestimmt gleich. Hatte ich schon mal das Gefühl, dass sie angekriegt worden ist und verschwunden ist, als ich sie aufmachen wollte. Machen wir die einfach zeitgleich auf. Mach uff die Scheiße. Uff! Oh, ganz viel Ember. Ember die Dember. Aber nur die eine Kiste war gut, die andere war scheiße. Oh oh, Triebwerke sind ausgefallen, Houston. Sturz. Das sieht halt episch aus hier, Leute. Guckt euch mal hier die Ruinen an und dann guckt mal da oben auf den Planeten oder Mond oder was auch immer. Und dahinter der ganz große, das sieht so geil aus. Planet? Ja. Komm mal hier hin, wo ich stehe. Das sieht so hammer aus. Wir sind Gegners! Gegners. Erst der kleine Mond da und dahinter der Riesenplanet. Ajo, jetzt sehe ich jetzt erst. Das sieht so geil aus. Dann da, wo die Plattform da hinten. Also ich sag ja auch von der echt, das ist echt geil gemacht, ey. Müsste man mal einen Screenshot machen, das sieht echt gut aus, ey. Eigentlich müsste man mal hier oben auf die Scheiße stellen. Dann einen Screenshot machen. Sieht echt geil aus. Bro, wo ist Dennis? Irgendwas. Er ist am Fighten. Das war nur ein so ein komisches Kakerlakenvieh da. Und jetzt? Hallo! Komisch! Nur ein so ein komisches Kakerlakenvieh. Ja, echt ey, nur eins. Voll doof. Alle weg? Nein, Mann! Ich will noch nicht gehen! Ich will, dass die Welt dahin spielbar ist. Was willst du? Dass die Welt dahin spielbar ist. Kommt noch. Die komplette, bis zu den Mond und den Planeten durch. Ja, toll. Mit Interstellarraum und so Scheiß. Aber wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn du mal im Weltraum fliegen könntest? Das wollen wir nicht übertreiben, ja? Jetzt werden wir aber komisch, Sascha. So. Machen wir schon Weltraumspaziergänge. Ja, das wäre mega. Das Spiel ist vor 10 Tagen rausgekommen, weißt du, und da wird schon Weltraumspaziergänge machen. Das ist so, als würde die Menschheit gerade geboren werden und wir schon vier Planeten besiedeln wollen. Doch, das wäre geil. Da kann man ein anderes Antriebssystem montieren. Ja. Anderes Antriebsdüsen. Ja, Hyperraumantrieb oder was. Dann so, weiß ich nicht. Das splattert dein Anzug einfach direkt. Sauerstoff und alles wird ausgetauscht, ja, und dann kannst du ab in den Weltraum. Das wäre doch mal was. Kriegst du hinten zwei oder drei so richtig große, dicke Behälter drauf und dann geht's ab. Na, siehst du aus wie so ein fetter Kloß, der durch den Weltraum eiert. Ja.
bin versteckt. Ach, ich krieg den Dicken erst eingefroren, wenn ich mehrmals meine Scheiße auf dem mache mit dem Eis. Der explodiert. Ja, du musst auf die Behälter. Nein, der ist schon Geschichte, der explodiert schon. Wenn es anfängt zu brennen, dann explodiert er schon. Das Geile ist, wenn er eingefroren ist und da kannst du da ganz in Ruhe auf den seine behinderten Behälter ballern, das ist den sein Schwachpunkt. Ja. Das sind nämlich behinderte Behälter. Ja, genau. Da ist ganz viel Behinderung drin. Ja. Das Behinderung in Flaschen, Flaschen kannst du kaufen. Kostet eine Mark. Ja. Eine behinderte Mark. Was ist denn eine behinderte Mark? Ja, was sind denn behinderte Behälter? Wieso wollen wir gar nicht anfangen, Sascha? Ja, das ist ja keine. Nee, ist komm. Ja keine nee, komm. Zustandsbeschreibung, wenn man sagt behinderte lass Behälter. Lass gut sein. Ich hab eine Kiste gefunden. Echt? Nein. Geht weg. Was denn du? Nein, geht alle weg. Doch, der hat was gefunden. Da ist irgendwas lilanes Licht, da Ember oder so. Ist jetzt eine Kiste oder nicht? Nein, ist keine Kiste. Eine Scheiße zu erzählen, Mann. Mann, Frau. Will da oben rauf. Geht nicht. Warum nicht? Mann, ich komm da nicht hoch. Ja, auch zu rumjammern, du. Rumjammerer. Rum zu jammern, Mann. Geh mal nach oben, Dennis. Flieg mal nach ganz weit oben. Ja, und dann mach den Schlüssel runter. Der Geschützturm kaputt. Der macht mich gerade kaputt. Nein. Also nicht ganz nach oben, aber flieg mal so ein bisschen neben den See und guck mal den See an. Zeig ich dir mal, was meine wahre Bestimmung ist. Ach du Scheiße. Ich soll nach oben fliegen und mir den See angucken. Ja, ich soll jetzt in Richtung See gucken. Was fabrizieren werde. Ja, ich flieg mal nach oben. Siehst du denn nicht ganz da oben, so dass du den See einfach gut siehst? Welchen See? Ja. Ja, da wo wir drin sind. Ja. Bist du bereit? Kann nicht mehr lange. Hier. Ich bin ein Delfin. Ich bin tot. Ist das dein Ernst jetzt? Springst du immer aus dem Wasser raus und wieder rein? Bist du behindert, Mann? Ich bin doch ein Delfin. Du bist ein Spasti, bist du. Kein Delfin. Ey, ich werd attackiert. Attackiert! Aua! Schnell selber wiederholen, damit andere keine Witze darüber machen. Ich hab ne Kiste. Kiste. Echt? Wo? Ja. Komm sofort. Wo du bist? Da hinten. Ich bin in einer Spalte. Ja. Ich bin gleich. Na, ich kann nicht mehr fliegen. Ich bin unterwegs. Ich bin durch eine Spalte. Bin da. Hi. Super, Junge. Hallo! Hallo! Nee, das ist Klatschen. Das war kein Hallo. Was sagt denn die Uhr schon wieder TikTok jetzt? TikTok meistens. TikTok. Erstmal hier in die Audioeinstellung und dann muss ich hier bei Lautstärke erstmal die Musiklautstärke ganz runter machen. Ich will keine Musik im Spiel haben. Mach auf die Scheiße hier. Für Müll. Ja, nur Schrott. Danke, dass du Bescheid gesagt hast, dass du eine Kiste hast. Ja, hättest du auch sparen können. Ja, danke für dafür, dass da so viel Müll rauskommt, da kann ich nichts für. Ich hab hier einen Dungeon. Ich bin im Dungeon drin. Dungeon? Dungeon? Da unten. Mhm. Geil, Junge, geil! Hier geht's nur ab. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Geht vorsichtig vor. Das ist sogar eine Missy. Der Dungeon ist jetzt nicht so ertragreich. Das ist sogar eine Missy.
Was, im Dungeon? Ja. Hier ist eine Rune. Nein, lüge nicht. Jetzt lügst du aber. Oh, hier ist eine Rune. Geil. Ach, das ist die, Dings hier. Die Schmiede. Genau. Nee. Die Schmiede. Sieht hier aus. Da ist noch eine Rune. Sei auf alles vorbereitet. Ja. Zwei Runen. Die Dominion-Verstärkungstruppen befinden sich wohl weiter drin. Noch eine. Hab die ganzen Runen schon. Gut. Ja, kannst du dich mal in den Arsch ficken lassen? Wo sind meine Gegner? Keine mehr hier. Es geht weiter. Flieg mal hoch über den See und dann guck mal auf den See. Ich zeig dir meine wahre Bestimmung. Ich bin ein Delfin! Nein! Hör auf! Noch eine Rune! Ich bin an Bord. Javelin fliegt nicht. Schalte ihre Boden fixiert. Noch eine Rune! Schalte mal die Scheiße denn aus! Achso. Interessant. Da wird auf mich geschossen. Ich kann nicht mehr fliegen hier. Eine Valkyrie. Dominion Zinder Valkyrie. Abgestürzt. Eingefroren. Ist tot. Oh, ganz viel Embers. Emberers. Da ist noch einer. Sei vorsichtig! Sei vorsichtig! Oh. Party! Eingefroren, du kannst sie bewegen. Komisch. Dann nehme ich mir. Aber viel aus. Alles klar. Alter! Der ist legendär. Wie der Dennis hat immer das Talent, einen genau vor in den Schussfeld zu springen. Kann passieren! Das sollten dann alle gewesen sein. Geschickt erlegt. Oh, jetzt hat er wieder Schild. Der hat wieder sein verkacktes Schild. Wenn wir diese Bedrohung nicht ausschalten, wir müssen das Gebiet sichern. Aua. Alles weg, elektrisiert. Okay. Nicht schlecht. Alle übrigen. Das war perfektes Timing. Okay. Wir sind jetzt einfach raus, oder was? Na, hier sind noch welche. Ich hab ein Ladescreen. Hier sind doch noch welche. Ja, Verbindungsproblem. Oh, Fehler beim Aktualisieren. Kann passieren. Ja, kenne ich. Warte von. Tim, bist du hier? Ja, da. Ja. Tim, geh mal auf den Mage mit hier. Oh.
Gister. Ja, warte mal auf Dennis noch. Ja, komm wieder. Zeig ich dir mal eine Rune, wo eine Rune ist hier. Meinst du, hab ich übersehen oder was? Sein. Jo, ja. Die hab ich noch nicht. Jo. Danke. Hab ich mir gemerkt und da hinten ist auch noch eine. hier irgendwo müsste die leuchten. Ja, ich sehe schon. Ja. Ja, wo steckt sie denn überall? Denn die Truhe da hinten da? Ne, die ist nicht da. Man überlegt mal, wie sich die Spiele alle entwickelt haben, ne? Wenn ich dran denke, wie ich mal damals mit dem Zocken angefangen hab, ey. Guck dir das mal an, wie das Spiel jetzt zum Beispiel aussieht. Das ist guck einfach echt der Hammer. Guck es dir bitte einfach an, ey. Ja, ist doch so. Das ist der absolute Hammer. Echt der Hammer. Der absolute Hammer. Obwohl ich echt eigentlich der Meinung bin, ich weiß nicht, die du siehst bereit Staat, aus. Regierung, ich wie auch immer, gibt bestimmt Technologie, die wurde schon vorher erfunden, die war schon da, weißt du, aber die wurde einfach noch nicht freigegeben oder veröffentlicht, oder wie soll ich das beschreiben? Das ist bestimmt jetzt mittlerweile, wer weiß, wie viel Militär oder sowas, was die schon alles so können oder Prototypen am entwickeln sind, wo die Menschheit gar nichts von weiß. Ja, klar. Die Frage ist jetzt natürlich auch, muss ich erstmal zu euch kommen? Ja, wenn die Kiste gleich verschwindet, ne? Wieso sollte die verschwinden? Dann rast sie aber aus. Geht doch nicht weg. Ich bin einfach am Anfang gespawnt. Das Event wird ja irgendwann resettet. In der Höhle? Wenn du noch drin bist? Ja, natürlich. Wir können ja gleich mal gucken, wenn wir rausgehen und wieder reingehen, ob man das noch... Nee, kannst nicht nochmal machen. Hier ist nicht immer ein Event. Jetzt habe ich echt gerade gedacht, die Kiste ist verschwunden, ne? Weißt du warum? Wenn du ja stillstehst und nichts machst, dann kommt ja der Kinomodus und dann... Ja, den habe ich gerade an. Ich habe schon Panik gekriegt. Panic Move. Ah, der Dennis, der braucht ja noch was, ne? Ja, ich bin gleich da. Also ich muss, glaube ich, mein Pad nehmen, weil echt mit Tastatur und Maus ist das Spiel unspielbar. Ich kann nicht mehr. Schrecklich, ne? Ich muss mein Pad benutzen. Total schrecklich. Mit dem Pad kann man auch viel besser aimen. Ja. Echt, ey. Mit dem Pad geht immer alles besser. Ich finde die Sounds auch geil. Die mit dem Pad, oder was? Vom Game, nicht vom Pad. Mein Pad macht keine Sounds. Ist richtig. Du brauchst dann vom Pad? Ja. Ist er wach, man weiß er nichts mehr. Hab ich jetzt vergessen. Ja. Wo war denn hier nochmal der Eingang? Ja, wo war der denn? Tja, wo ist er denn? Weiter rechts. Rechts. Wo fliegst du denn da? Kartensignal verloren. Junge, du bist jetzt einmal um den du hast den längsten Weg genommen, ne? Ich weiß es doch nicht mehr. Ja, du bist halt Banane, du musst jetzt nach Süden fliegen. Flieg nach Süden. Ja, ich bin nach Süden. Jetzt ein bisschen südwestlich an dem Berg entlang. Im Wasser, ich bin ein Delfin. Nicht im Wasser, Mann. Südwestlich, ja. Jetzt kannst du schon nach Westen fliegen, quasi. Ein bisschen südlicher. Einfach geradeaus. Westlich jetzt. Westen! Ja! Voll nach Westen! Ach, da unten, stimmt ja, hier ist er. Ich hab den Eingang gefunden. Dann ist die Kiste weg. Ich bin im Dungeon. Jetzt resettet. Jetzt explodiert hier der Generator. Jetzt resettet das hier. Das Event resettet jetzt. Sounds hier immer. Preis resettet hier. Deine Eier resetten gleich. Die auch. Die ist ja ekelhaft. Oh, scheiße. Die machen gleich Bouncy, Bouncy, Bounce. Hier sind wir.
ich einen hochwerfen. Bleib einfach da kleben zwischen den Wellen. Beeile mich doch schon. Kannst aber im Kinomodus kannst du hier die Animation hier machen, winken und so. Okay. Ohne dass er beendet wird. Das ist noch ein Legendary Item für mich. Legendary? Hier jetzt. Kann ich nicht einsammeln. Liegt halt einfach rum. Ja, ich bin da. Wer noch? Wieso ich das nicht einsammeln kann? Ist das gelb? Ja. Dann hast du jetzt Pech gehabt. Also orange. Okay, ich bin im Wasser. Wow, oh, mein erster hier Dingsbums-Drop. Wie im Wasser. Wieso bist du im Wasser, Tim? Ja. Meisterkraft. Ich hab einen Bug gefunden. Wieso hab ich denn jetzt ein Meisterhaftes bekommen? Ich bin doch erst 26. Ja, sei doch froh, ja. Mann. Jetzt heult er rum. Vorhin die ganze Zeit, weißt du, die ganze Alter, Zeit. Warum krieg ich denn nicht? Ich bin immer nur heulen, weißt du? Voll scheiße. Guck mal, hat sich das Warten gelohnt. Das Warten hat sich gelohnt. Weißt du? Soll ich meine Bestellung vollenden hier? Bestellung vollenden. Das. Ja, kaufen. Bestellen. Vielen Dank, wir haben deine Bestellung erhalten. Kiste. Nee. Warte, auf dem Desktop. Seid ihr denn? Hier oben, Mann. Jetzt hol mal nicht rum da! Hallo! Hat richtig gelohnt. Nur lilane Sachen. Wieso liegt denn da ein Item auf dem Wasser? Das ist jetzt privat hier, ne? Nein. Oder? Nee. Ganz frei so, spielen, nicht privat machen. Ja, weil ich will mal gucken, was das ist, das Meisterhafte. Ja, dann geh doch raus und komm wieder rein. Das brennt mir jetzt. Das brennt. Wir wissen, was das ist. Beispiel beenden. Was ist das? Jo, danke. Jo, danke. Labert nicht. Ja, ist so, Junge. Du musst ja mal gucken, dass du der Lobby Lars warst. Nee. Oh. Dennis ist doch rausgeschluckt, dann ist er auch Lobby Lars geworden. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Scheißegal. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee. Ist egal. Ich hab nur Escape, Karte und dann beenden gemacht. Ja, kann man mal machen. Ja. Tut mir leid. Ich hab Verbindungsfehler. Kein Thema. Das ist jetzt nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Dumm Fehler beim auch. Laden der Anthem Live Service Daten. Ja. Mann, ey. Ich hab nur Scheiße. Ich möchte jetzt Großmeister 2 spielen.
Großmeister 1 ist mir zu leicht geworden. Können wir mal Großmeister 2 machen? Im freien Spiel. Mahlzeit, du Schwein. Nee. Helper-Schwein. Hast du gehört, Dennis? Hm? Hardestar kommt auf Steam. Okay. Geil, ne? Ja, ist okay. Das ist halt geil. Okay. Wie kann man so krass Langeweile haben? Geht ja noch? 20 Seiten. Nee, das kenne ich nicht. Nicht? Nö. Schade. Dann hattest du keine Kindheit. Ja. Es müsste halt auch so eine Funktion geben, wenn man Verbindungsabbruch bekommt und kriegt die Klamotten nicht aus dem freien Spiel oder Mission oder wie auch immer, dass du die direkt wieder in eine Schmiede bekommst oder sowas. Oder die müssten einen Typ hier hinstellen, wo du dir die abholen kannst. Jedes Mal musst du dann jetzt muss ich extra wieder im freien Spiel rein. Das nervt. Dann wieder beenden und dann hoffen, dass du keinen Verbindungsfehler bekommst, damit du die Sachen kriegst. So affig, ey. Das kriegt ja, affig, kann ey. Passieren. Ja, aber das passiert mir ja so oft. Hallo. Hallo, Toni. Hallo. Da, der ist schuld. Gar nicht. Mann. Ja, kann jetzt nämlich ja gleich inviten erstmal. Mal ganz kurz AFK. Toni spielt Anten. Hallo Toni. Anton. Hallo. Hallo, hallo Toni. Ha, 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 hallo Toni. Hallo Toni. Sonst geht's euch. Toni? Ja. Hast du auch Bock auf Anten? Ja. Hast du auch Bock auf Großmeister 2? Nein. Du musst alleine spielen. Großmeister 3. Ne, wir wollten mal 2 jetzt machen im freien Game. 1 ist echt schon hart easy jetzt für mich. Ja, wir geworden. Wollten jetzt 2 machen. Ich bin halt schon OP, nicht, Junge. Nicht 2, kriegst auf die Fresse, Alter. Ja, okay, tut mir leid. Nimm das zurück, bitte. Immer diese Aggressivität hier. Ich will nicht auf die Fresse von dir bekommen. Sorry, ich bin total aggro, weil 15 Minuten ein Türke neben mir telefoniert hat in der S-Bahn. Geil! Weißt echt? Du, wie du das verhindern kannst? Kein Spacken. Mit dem Auto fahren. Genau! Kauf dir ein Auto! Nee, dann setzen sie sich neben mir ins Auto, wenn ich an der Ampel stehe, und dann ja. Telefonieren die auch. Ja. So sieht es nämlich aus. Da kannst du aber überfahren. Wenn er im Auto sitzt, kann ich ihn überfahren. Ja. Okay. Ja. Hast dein du Auto will ich mal sehen. Du brauchst nur das richtige Auto dafür, Kollege. Ja. Ein alter Trabi, der auseinanderfällt oder was? Nee, so ein Monster Truck. Monster Truck. Wo die erstmal eine halbe Stunde hochklettern müssten.
So ein Enterhaken, wo Ampeln, damit du da siehst die Ampeln kann. Gar nicht. Du überfährst die Ampeln einfach. Aber alle anderen Autos sehen dich. Jo. Die können dich nicht übersehen. Das glaube ich aber auch. Fährst du dann? Musst du mit so richtig krass Gummireifen, also so aufblasbare, richtig elastische Gummireifen, damit du auch so über die Autos erlaubt, ne? drüber fahren kannst. Du überschreitest doch die Maximalbreite. Mir ich wollte gerade sagen, die sind doch gar nicht zulässig im normalen Verkehr, oder? Scheißegal, wer will dich denn anhalten? Dann Minitruck würde eventuell... Wer will dich denn anhalten? So ein Panzer oder so. Ja, fährst du auch drüber. Da fährst du auch drüber. Nothing can stop me. Ja. Oh, wie geil. Ja, wenn du kugelsichere Reifen nimmst, ne? Ja. Hält dich keiner mal so schnell drauf. Echt kugelsichere jetzt? Reflektierende. Mein erstes meisterhaftes Item ist... Ja, wenn er dich anschießt, dann fliegt die Kugel einfach direkt wieder zu ihm zurück. Was ist das? Giftbrand. Giftbrand? Oh, ja. Nee. Ja doch, nimm rein. Ihn nimm der rein. Ist, der ist geil. Der ist geil. Toni macht den auch jetzt. Ja, ich mach den die ganze Zeit. Der ist mega OP. Verbesserte Flammenexplosion, Feuerexplosion, Treffen, Zielposition. Fügt Gegnern nach 3 Treffern in Folge Säureschaden zu. Ja, ist übelst geil. Elektro plus 7% Schaden, Munition plus 20% Kitmenge, Reparatur plus 20% Fundrate, das kapiere ich wieder nicht. E plus 23% Schaden. Oh. Was kapierst du nicht? Reparatur plus 20% Fundrate, was heißt das? Ja, dass du, wenn du jemanden reparierst, einen Kollegen, dass du 20% Fundrate hast. Ja, was finde ich denn beim Reparieren? Ich weiß es nicht, wo ist denn der Unterschied zwischen Glück und Fundrate? Ja, keine Ahnung, was ist Stärkung? Was macht Glück überhaupt? Keine Ahnung. Was macht Glück überhaupt? Keine Ahnung. Ja, frag mich nicht, das ist ja ein Spiel für Behinderten. Oh, was will mein großer Bruder denn jetzt von mir? Er ruft mich auch noch über WhatsApp an, ist der geistig behindert? Ach, Timme. Ich hab gestern noch ein Präzisionsgewehr bekommen. WhatsApp, Alter. Ja, warte. Ja, was denn für eins? Ja, kann ich dir gerade nicht sagen. Wilbern Blitz habe ich auch schon gehabt. Nee, das ist anders. Das heißt... Donnerschlag von Ivenia. Ach echt? Ach so, das habe ich doch auch. Das mit dem Donnerschlag. Ja, mit dem Elektroschaden. Ja, den habe ich auch. Das nutze ich auch. Richtig geil. Hallo. Und eine Automatikkanone, meisterhaft. Warum rufst du mich denn über WhatsApp an, Junge? Oh, dann schreib mir einfach, dann rufe ich dich normal an. WhatsApp ist voll schwul mit 400 Millionen Millisekunden. Aber ihr wollt ja jetzt Großmeister 2 machen. Naja, ohne mich erstmal, dann macht das... Ich krieg jetzt gleich Essen und so. Da kann ich eh nichts ausrichten. Mimose. Bin ich zu schwach. Nee, bin ich zu schwach für. Mimose. Ich glaube nicht, ich hab da eigentlich alles rausgeholt, ne? Nichts mit Mimose zu tun. Ja. Ja, komm mir da nur dumm vor, ich kann da nichts machen. Na klar, du hast ja jetzt auch gebrannt. Ach, das ist mein erstes Item, Alter. Ja, dann kannst du ihn benutzen. Und außerdem bin ich ja 26. Kein Problem. Ich will 30 werden heute. Ja, jetzt mal nicht durch. Ciao. Ciao. Was? 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 Willst du mich ficken oder was, ne? Ja. Ja? Richtig tief anderen. Rein willst du? Na so, hast du richtig Bock drauf, ja? Obwohl, nee, Oberarm tief. Obwohl, Unterarm könnte... Toni, du bist schon stärker als ich. 452. Was hat der denn gemacht? Ich hab gescheatet. Hab ich mir gedacht. Nein. Du bist nur ein stärker. Und außerdem, wenn ich alles auf meinen Legendär umrüsten würde, wäre ich noch stärker. Aber dann... Nee, mein. Ich weiß ja, weil das ist mir zu doof. Ich will ja auch nicht immer der Beste sein, weißt du? Tim, geh mal ohne mich da, wenn ihr Großmeister 2 macht. Nein, komm mit. Kann da nichts machen, Mann. Ja, aber wir. Außerdem habe ich noch gar nichts equipped. Ja, du kriegst ja da. Jetzt kriegst du da massig equipped. Da gehst du einmal rein, dann bist du voll ausgestattet, kommst du wieder raus. Ja. Junge, Großmeister 1, ne? Pass auf, das hat eine Fund hier, meisterhafte Beute, 164%. Und wenn wir jetzt auf 2 zocken, ist die meisterhafte Beute Fundgedünse auf 428. Ja, okay. Gegner machen 428 mehr Schaden und 430 halten auch 430 mehr. Und ich sehe da was kommen und bin gleich auf dem Boden. Aber hier steht empfohlene Mindeststufe des Javelins 340 plus. Du hast doch 340, oder nicht? Ja. Ja, dann lies mal vor, was bei 3 steht. Ja, genau. Ruhe. Ruhe. Ich hab keine Frage. Ja, nie, ist klar. Ringsiegel meisterhaft. Ja, dann packe ich das mal rein.
Pack das mal rein, glaub mir, pack das mal rein. Pack das rein. Pack das rein. Weiß nicht, was das alles rein. Keine Ahnung. Am besten du packst das einfach rein, Sascha. Ja, pack es rein. Laut sei. Pack ihn an. Pack ihn rein. Kack. Pack ihn rein. Was? Das nennt sich aber. Guck mal, das hat das Symbol von einer Flammenexplosion. Nennt sich aber Giftbrand, ne? Null. Ja, weil es Brand ist. Es macht Flammenschaden. Wenn du Gegner dreimal hintereinander triffst, dann macht es zusätzlich noch Giftschaden. Ja, Säure, okay. Ach so. Ja, geil. Aber grundsätzlich macht es Flammenschaden. Ja, geil. Geil. Das ist voll. Ja, und okay. Was hast du dann auf E gemacht? Na, auf E habe ich meine super Ulti Leggy. Blitz. Ulti Leggy, da sagt mir jetzt viel. Ja, der Monsterblitz, der einfach alles one-hittet. Ja. Der haut sogar die dicksten Legendaries mit einem Hit um. Naja, nicht warte ganz. Mal. Wenn die Schild haben, jetzt? Wenn die Schild haben, nicht. Hast du diesen Blitz haben, dann da drin, oder was? Viertel HP. Ja. Du hast den Blitz dann da drin. Ja. Ja, aber nur, weil ich den in Gelb hab. Ja, aber klappt das denn noch mit der Combo? Da kannst du doch gar keine Kombos mehr machen, ne? Hä? Wenn du jetzt Giftbrand drin hast und dann Blitz, da geht doch nicht mehr mit den Kombos. Klar. Wie klar? Du nimmst halt Eis und Giftbrand mit. Wieso geht das mit den Kombos nicht, hä? Ich hab drei verschiedene Sorten Dings drin. Elementare. Hä? Drei verschiedene Elementare habe ich drin. Und den Blitzball, den kann ich ja zweimal machen. Was für ein Blitzball? Doch noch einmal. Komm. Mach einfach bereit, ich zeig's dir. Na, du hast doch einmal Sprengsiegel und das Fokussiegel. Wieso hast du noch was anderes? Ist das Dämmerungsschild? Okay. Das habe ich nämlich noch nicht fertig. Ein Ding. Dämmerungsschild. Nein, das ist Story, Mann. Von redest du? Dämmerungsschild brauchst du später nicht mehr. Ach so, Dämmerungsschild ist was anderes. Das ist von der Story, du brauchst du nicht. So. Das verlierst du dann auch, sobald du... Na egal. Ja. Spoiler! Das wird dann fest integriert in deine Rüstung. Ja. Kannst du gar wieder. Nicht mehr ändern. Ja. Also sagst du, dieser Haut Feuerball ist gar nicht so gut auf E dann, oder was? Doch, ist immer noch geil. Du hast den noch drin, oder nicht? Ich hab den nicht mehr drin. Du hast dann in diesen fetten Blitz reingemacht, oder was? Ja, weil ich den in Gelb gefunden habe. Ach so, krass, okay. Sonst würde ich den auch nicht reinnehmen. Das auch war gegen Schilde. Ja, ja. Ja, die Fliegeflugdinger, die mache ich einmal einen Blitz drauf, wenn der trifft, dann. Fliegeflug! Ist er weg. Putz. Und ist er weg. Ist auf dem Boden. Ist das mit Kriechen. Weg ist er, das Schwein. Also auf Großmeister 1 ist es jedenfalls so. 2 weiß ich nicht. Fliegeflug! Fliegeflug. Ich hab jetzt. Was zu töten. Aber Sascha braucht so lange. Wir werden so One-Hit sein. Also ich jedenfalls. Muss gerade nochmal hier ein bisschen aufräumen. Lass dir Zeit. Ich bin gar nicht ungeduldig. Da. Hier so ein Chaos mit den Klamotten, ey. So, und das Automatikgewehr ist auch geil, das ich noch gefahren habe, zusätzlich. Gibt mir nämlich nochmal 100% mehr Elementarschaden. Okay. Cool. Rüstungsverstärken und Integrität muss ich nochmal neu bauen. Außerdem ist doch der Dennis eh noch nicht da. Wieso kann ich das denn nur in Stärke 30 bauen? Dennis ist doch da. Dennis! Er hat mir vorhin geantwortet, als ich gefragt habe, ob er da ist. Hallo Dennis! Doch. Hallo! Aufgeschissen. Hallo Dennis! Mal gucken, was wir Hallo. Gleich finden. Ich baue jetzt nichts, dann komm. Hallo ich Dennis! Ich werde hier so sterben. Hallo! Hallo Dennis! Hallo! Hallo Dennis! Hallo! Hallo Dennis! Hallo!
Komm, Jungs, jetzt. Sascha, aktivier mal deine Fertigkeiten hier. Ja. Tim, warum starten wir noch nicht? Du bist offen? Aktimel aktiviert die Abwehrkräfte. Und dein Penis. Ja. Penis aktiviert. Okay. Was gedenken Sie jetzt zu tun? Peppen. Oder in so einen Scar reinhalten. Ja. In so ein Insekt ficken. Ja, Mann. Wieso machst du nicht gleich Alufolie auf an der Steckdose und dann Hallo? Den Schwanz da rein? Alufolie, Batterien rein und Schwanz da rein? Ja. Kannst du gleich grillen. Batterien sind viel zu schwach. Was redet ihr denn da? Nee, das wird schon ordentlich heiß, Junge. Eine Autobatterie vielleicht. Ja, ganz normal eine Arbeit. Stimmt denn nicht mit euch? LKW-Batterie. Alle ein bisschen behindert heute, ne? Direkt Atombatterie nehmen. Atombatterie? Was ist eine Atombatterie? Ja, weiß ich doch nicht. Hier, Sascha, den hier. Gesehen? Bat, nein, ich war nicht am PC. Jetzt musst du 15 Sekunden warten. Oh mein Gott, da ist nicht da. Hier, der hier. Lol. Ja, und Q ist jetzt, was ist Giftbrand? Achso, das ist das gleiche wie Eis, nur jetzt. Hat 5 Aufladung. Ja, wenn du dreimal triffst, machst Alter, du noch Giftschaden dazu und dann. Hallo. Ja, das waren 5 Aufladungen. Wenn du dreimal. Ja, du kannst ja gedrückt halten. Wenn du dreimal triffst, machst du noch zusätzlichen Giftschaden und dann haust du den Blitz rein und dann hast du Blitz auf Gift. Das ist auch wieder eine Kombo. Ja, Blitz habe ich aber leider noch nicht. Ich mach zuerst Blitz, weil dann kriege ich nämlich nochmal 40% mehr Damage auf Q. Okay. Ja. Aber vorher muss ich Ratatata machen. Alter, und Q hat 5 Aufladungen. Ich hab grad noch. Gönn hier ein bisschen. Okay. Was? Ja, macht er doch nochmal. Und das Geile ist. Guck mal, die Reichweite. Du kannst da hinten den Felsen wegsprengen. Was? Welchen Felsen? Da. Welchen? Jetzt, ich hab keine Aufladung mehr. Ich seh keinen Felsen, Mann. Uff. Welchen sprengst du denn weg? Den da. Ja, ganz hinten, oder? Ja, hinten, oder was? Ja, na klar. Nein, ich weiß, das ist nicht weit. Bumba! Nein, das explodiert vorher. Warte, ich sag dir wohl, wie weit das geht. Müsst ihr schon schießen, sonst sehe ich da nicht mehr. Ah, okay. Bis hierhin geht das. Wir sehen dich aber nicht. Aber ist schon ordentlich weit. Wir sehen dich nicht mehr. Oh, ich bin überhitzt. Houston, wir haben ein Problem. Unser Triebwerk ist ausgefallen. Wir schätzen ab. So, wir werden jetzt alle sterben. Ach du Scheiße. Wo seid ihr? Unter dir. Ja, und Kombo, alles klar. Könnt ihr mal hier hinkommen, bitte? Das ist ja nicht mehr witzig hier, was hier passiert. Geil, endlich mal Herausforderung. Hält einiges aus, so. Alter. Ja. Habt ihr auch kein Schild? Doch. Doch. Doch, doch. Hab ich Schild? Ja. Das hat ich auch mal angezeigt. Ja, sobald du einmal angehört hast, wird es wieder angezeigt. Okay. Drück mal Tab. Waffe wechseln. Ich hab da mal ein paar M-Bauer freigelegt. Haben die hier eigentlich auch erhöhte Drop-Chance? Stimmt. Da müsste man eigentlich mal auf Großmeister 3 hier reingehen. Also, ich würde mal sagen, nur wenn, ja. Ja, steht denn da was von Fundrate oder so? Das soll nicht treffen. Au!
Wachturm von Arath. Oh, ich hoffe, der braucht nicht so lange. Ich habe einen Kohldampf jetzt, ey. Einen nur? Gar keins mehr. Einen Kohldampf. Einen einzigen. Was ist da explodiert? Hier ist eine Rune. Jo. Da sind Wauwaus. Töte die doch bitte. Dann müsst du auf die Wauwaus. Auch nicht, die sind so. Autsch. Jetzt habe ich Lust auf die Wauwaus. Außerdem stinken die. Die Wauwaus sind voll easy zu killen. Oh, da weg Milan ist gedroppt. Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn! Können wir eigentlich auch Großmeister 3 machen? Warte ab, bis wir gegen Scar kämpfen oder so. Ah, hier sind wir, wenn kommt, sind wir, glaube ich, Matsche. Matsche, Matsche, Matsche. Es geht, so viel Damage waren die eigentlich gar nicht. Er ist verschwunden. Nee, er ist alle kaputt. Verschwunden. Alle weg. Da hinten oben sind noch welche. Paar Scars. Keine Scars, das sind irgendwelche ekligen. What the fuck? Ja, läuft vor euch. Auch weg. Alles weg. Ja, Großmeister 2 ist zu easy. Ich hab Angst vor uns. So nämlich. Glaub ich auch. Hier sind Tierchen. Die Aua machen. Hier ist ein Event. Weg! So. Schon wieder. Läuft. Wo ist ein Event? Was hat mich jetzt da getroffen? Verdammte Scheiße. Ohne. Ja, im Dingens, Tim. Ist das Event. Ja, in dem Dungeon. Ja. Reden in dem Speck! Der Sentinel-Ruf kommt von hier. Versuchen wir es weiter drin. Sieht nach dem bösen Dungeon aus. Auf jeden Fall ist hier noch eine Rune, Sascha, wenn du die noch nicht hast. Wo? Hier bei mir, an der Wall, oben. Hast du die schon? Hab ich jetzt gerade geholt. Achso. Ja, wir brauchen selber Hilfe. Hilf dir das selber? Das ist nie ein gutes Zeichen. Bombe. Jo. Meisterhaft. Läuft. Konnte man sich hier verschanzen? Doch, doch, damit ist auch die Combo möglich. Cool. Au! Ja, der kriegt kaum Damage, okay. Aber er macht auch nichts.
Toni, wo ist dein Blitz? Ja, da war er. Oh, da hast du mich wohl getroffen mit ihm. Kann sein. Oh, krass. Jetzt geht's los. Warte, Skat, sie bewegen sich auf dich zu. Das ist noch ein Bohrer. Kommen Sie zurecht, Sentinel! Ich werde nicht kampflos aufgeben! Boah! Doch voll easy, Fußmeister 2. Ja, genau. Alles easy. Easy! Gar kein Step für uns. Wir sehen Noobs doch an. Uns erwartet ein harter Kampf. Nice! Jetzt wird's lustig. Ich werde sterben. Lustig! Einfach schon im Voraus sagen, ich werde sterben. Na, noch hab ich mich ja hier recht gut gehalten. Ui, ui! 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 Jetzt. Ein Ska-Anführer weniger. Das Fort steht in deiner Schuld. Diese Ska sind eine Bedrohung. Wir müssen das Gebiet sichern. Munition wird es ein bisschen knapp. Noch irgendwo einer? Sprengstoff gesehen? Kam da nicht auch noch was so dicke jetzt unten? War da was, ne? Ah ne, wir müssen weiter. Nächsten Raum und dann kommen die dicken. Ja. Ja. Minen. Boah. Ja, das ist schon eine ganz andere Liga jetzt hier. Für mich. Was war das? Metro-Animation? Ja. Metro! Ah, oh, Tage! Kommt alle her, ihr kleinen Pisa! Finde einen Ort zum Platzieren. Jetzt folgt alle weg. Bleib in der Nähe. Bleibt in der Nähe. Etwas, bis die Bombe scharf ist. Die Ska werden versuchen, dich aufzuhalten. In der Nähe am Eis auf die Ska. Ist das krank. Gar kein nichts. Gut. Oh, von rechts. Von rechts.
sind umstellt. Halt sie fern. Hormonien. Das letzte, was wir brauchen, sind Störungen. Ich mach hier so wenig Schaden, Leute. Au, was war das denn? Eine Detonation. Mitten in der Bombe und es ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert. Ich hab das gar nicht gesehen. Uah. Yippie, Schweinebacke. Nur Scheiße. Ja, nur Scheiße. Kannst du so nicht sagen. Doch. Doch. Ein lilanes und ein weißes. Bei Meisterhafter. Was? Geht's noch irgendwo weiter oder wieder raus? War doch schon die Endruhe, oder? Ja, das war dann die Endruhe. Hier ist der Teleporter nach draußen. Hier, bei mir ist der Teleporter nach draußen. Das ist das Video von Bruce Lee. Der Teleporter nach draußen. Sind wir alle raus? Wo sind die weit raus der Welt? Ich lass mich nicht raus. Es lässt mich nicht raus. Du bist jetzt gefangen. Du hast keinen Wegzoll bezahlt. Keine Pussygebühr. Das ist richtig. Geh nicht über los, wandere direkt ins Gefängnis. Ja. Geh nicht über los, ziehe keine 200 ein. Ja, genau. 200. Da war ein Laser. D-Mark oder was? Was? 200 D-Mark? Ja, 200 D-Mark. 200 D-Mark. Motherfucker! Oh! Wow! Drei Sniper! Boom! Wow. Das war ein Sniper-Shot! Das war eine Mine! Eine Mine! Eine komische Mine vom Zerstörer, die der da gastet. Gasten tut. Weil Carsten ist nämlich auch hier. Carsten ist auch da. Hallo Carsten! Hallo! Alter. Danke. Wird aber sauer, der Toni. Oh, ich werd geretzt. Ist heute Weihnachten? Und Ostern zusammen. Und Silvester. Merry, Merry Christmas.